Hi, ich bin der Zankl und heute stelle ich euch die Mary Sharps Smoked Habanero Pepper Sauce vor. Genau, das ist eine Limited Edition oder Special Edition von Mary Sharps. Die sitzen original in Belize, also in der Karibik, hantieren demnach also mit karibischen Chinesen. Sind jetzt nicht die schärfsten Soßen, aber schneiden beim Geschmack immer sehr gut ab. Smoked Habanero Pepper Sauce, made the same way my Mayan ancestors used to smoke and prepare peppers. My formula is a first of its kind, specially blended with carrots and onions. Kurze Zeit später. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass es die Mary Sharps macht. Ja? Macht es wie ihre Maya-Vorfahren, das Räuchern und Vorbereiten der Chilis. Genau, sie hat da in ihrem Rezept Karotten und Zwiebeln drin, um Schärfe und den Geschmack schön auszugleichen. Also Zwiebeln, muss ich sagen, habe ich eigentlich auch oft in meinen Soßen drin. Karotten jetzt nicht, aber ja klar, also der Erfolg und der Geschmack sprechen für sich. Schauen wir mal, wenn ich den jetzt noch aufkriege. Genau, dann habe ich irgendwann einen Löffel. Genau, Zutaten. Geräucherte Habanero, Karotten, Essig, Zwiebeln, Salz, Limettensaft, Knoblauch, Aroma-Senf-Extrakt. Was ich als erstes schon mal sehe und ziemlich geil finde, ist tatsächlich, dass sie einfach so einen Stopsel oben drauf haben, dass nicht gleich die ganze Flasche rausrutscht, wie bei sämtlichen anderen scharfen Soßen gefühlt. Also man sieht, sie lässt sich, gut, das ist jetzt, weil die einfach noch voll ist, das ist wie bei Maggi, da kommt am Anfang auch nichts raus, wenn es voll ist. Aber schon mal ganz gut dosieren. Das ist auf jeden Fall nicht zu viel, ist eher fast ein bisschen langsam. Das Internet sagt, dass die 25.000 Scoville hat. Schauen wir mal, Rauchgeruch ist auf jeden Fall schon mal da. Und vorweg noch schnell die Handhabung würde ich jetzt gerade wegen dem Deckel, gut, ich glaube, dass sie jetzt, weil die ist ja voll bis oben hin, so wie der Kameramann. Hey! Das wird sich wahrscheinlich noch deutlich verbessern. Man sieht, sie ist eigentlich relativ flüssig, war jetzt auch nicht zu flüssig. Handhabung würde ich sagen, 8 von 10. Fällt mir gut mit dem Deckel. Gut, mit der Schärfe, also 25.000 Scoville, da ist jetzt klar jetzt nicht so viel zum Holen. Aber es ist auch eine Chili-Würz-Soße. Schärfetechnisch machen wir mal, muss natürlich auch berücksichtigen, dass sie jetzt nicht viel verspricht. Gehen wir mal 3. 3 von 10, ja. Das passt. Geschmacklich hat sie sich aber tatsächlich. Roman, was sagst du? Gehen wir 10 von 10 oder 9? Du hast die nicht probiert, aber soll ich die 10 geben? Die ist schon ziemlich geil. Also die schmeckt im Endeffekt wie wenn du dir ein Stück Greiherz packst. Also Speck, schön geräuchert, bisschen Habanero drüber, schrubbst und dir da ein geiles Brot mitmachst. Also die ist geschmacklich. Machen wir 9. Ja, dann machen wir 9. Lassen wir mal noch, wir sind noch frisch, lassen wir noch Luft nach oben. Dann haben wir 8, 9 und was habe ich zur Schärfe gegeben? 3. Oder 2. Ich habe mir aufgepasst. 3. 9 und 3 sind 12 und 8 sind 20. Geteilt durch 3 sind wir bei 6,66. Streber, Alter. Rund mal auf 7. Heißt 7 von 10. Und definitiv eine klare Kaufempfehlung von mir für die Mary Sharps Smoked Habanero. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen da lassen. Wenn ihr Soßenvorschläge habt, ab in die Kommentare damit und weiter fleißig abonnieren. Helft ihr mir sehr. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Servus!